Echt? Ah nee, das, ich glaube, da ist nur Wasser drin. Wollen Das. wir schnell das Haus bauen, wenn du Bock hast? Können Und wir. Ja, danach aber gehen was sollen wir da wir groß bauen? Wir brauchen einfach erstmal nur. einfach nur Holz und ganz viel Holz. Holz habe ich keine Ahnung, fast 300 in die Kiste gelegt. Können wir ja dann das Holz benutzen, weil dann können wir erstmal den Baum ausfüllen, dann so kleine Dinger mal machen, um dann hochzukommen. Später im Fahrstuhl. Achso, du meinst dieses Seil, ne? Ja. Ich sehe nichts. Das sind auf jeden Fall. Wow! Alter, Was Alter! ist? Komm mal hier irgendwo runter, ich sehe gar Warte, nichts. Hast du eine Fackel? warte, ja, habe ich. Ich bin irgendwo im Wasser gelandet, ganz tief. Rechts oder Ah, links? hier, hier. Ah, da ist eine Da ist Kiste. noch eine Truhe. Setz mal die Fackel irgendwo hin. Ich kann da nicht. Lol. Achso, du guckst da gerade rein. Ja. Willst du dir den Healpot nehmen, weil ich habe mir den Healpot schon Ist egal, genommen. wir schmeißen die Items eh erstmal zusammen. Ja. Ach man, muss wir alles erstmal looten. Jetzt. Hey Ach, du. jetzt hast du wirklich ge voll gestöhnt. Das habe ich gehört. Ja. Das Geld, nice. Hey Einfach ins Glibber. Slime gespawnt. Gespawnt. Hab ein Leben gerade gedroppt bekommen. Ich tu Nice. schon mal den Baum aushöhlen, okay? Warte mal, ich nehme mir mal das ganze Stein hier Und dann raus. gehen wir mal versuchen, hier übers Meer zu kommen, falls das nicht das Ende der Map ist. Vielleicht geht es ja noch weiter danach. Aber wir müssen das auf jeden Fall uns aufbewahren, weil das richtig geil wird. Ja, komm, wir machen einfach All Bosses. Ja, das auch. Hä, ich verstehe echt nicht, wie man sich ein scheiß Ding craftet. Oh, mein Bein. Ofen. Ja, genau das. Ja, aber Allbosses machen wir doch sowieso. So, Terraria Oven. Bilder. So. Schön, dass die mir das zeigen, wie was man dafür braucht. Dann halt Terraria Wiki. Bei mir ist es einfach. Einfach was? Bei mir ist jetzt auf dem Bildschirm einfach so ein Typ, der da steht. Toll. Voll spannend. Du hast wahrscheinlich gerade voll die Action. Ja. Muss hier kurz den Schleim töten. Ja, Ach, Crafting Glibber ist immer Websites. gut. So, Alchemie. Nee, das will ich nicht. Forge. Ist nicht einfach ein Ofen. Titanium, das will ich doch nicht. Campfire. Was? Ich will doch nur einen Ofen. Da, Furnace. Nicht edit. Ich will das nicht editieren. So. Was braucht man dafür? Ist das eine Scheißseite? Das zeigt mir nur, was ich daraus machen kann. Ja, schön. Glückwunsch. Wahrscheinlich sind die nicht davon ausgegangen, dass irgendwelche Idioten es nicht wissen, wie man einen Ofen macht. Du Ach musst da! einfach gehen mal auf Du brauchst Stein, terraria.org. Wolle. Okay, ich weiß, ich hab schon. Achso, So. hast du schon. Also, man braucht. Ich dachte, man braucht nur Steine. Oder Fackeln, aber man braucht ja noch Holz dazu. Dann nehme ich mal die ganzen Erze raus und brenne die schon mal. So, haben wir noch irgendwelche? Nee, das war's. So. So einen Amboss haben wir jetzt auch schon mal. Zack. Hey. Wir haben Das ist danke. 23 Kupfer. Ja, ich habe Wow. auch irgendwie schon Lidor gefunden. Lidohr habe ich auch schon 17 Barren. Habe ich da auch reingelegt. Ach so, ja, die habe ich ja alle gerade verkraftet. So. Ach lol, Minecart gibt's? Sie kann ich. Neu?
Warte mal, wie viel kostet ein Schwert? Boardsword. Was willst du, ein Großschwert oder so ein Shortsword? Großschwert. Okay, gut. Dann mache ich für dich auch eins. Ich habe viel mehr Reichweite. Das ist richtig. Weil die Longswords hast du vielleicht mehr Dings, aber viel weniger. Wie heißt das? Komm her, Zombies. Oh, so hochgesprungen. Hey, der backt rum. Ah, jetzt. Ja, das geht auf jeden Fall schneller als mit so einem scheiß Holzding. Ja. Holz ist ja auch voll schwach eigentlich. Ich meine, tu mal einen mit einem Holzschwert töten. In real life. Wie ein Baseballschläger. Ich hab nur blaue Flecken. Ja. Ist halt echt so mit einem Holzschwert, kann man niemanden umbringen. Nicht wirklich, halt. Eigentlich. Ja, hier ist schon ein Auge, Mann. Und ist hier irgendwo Corrupted Zone. Hey, Augen fliegen doch überall rum. Nee, ja. Nicht überall. Fledermäuse fliegen überall rum. Alter, ich lass mich halt voll von Zombies ficken. Keine Ahnung, ich laufe irgendwie die ganze Zeit gegen den. Gegen die. So, wir haben schon 2 Sterne. So. Warum stackt sich die Scheiße einfach nicht? Alter, sind da viele. Parrier. Oh. Die ist besser. So, also ich gebe dir dann gleich dein Schwert. Ja, ja. Aus der Zeit. Wo bist du hin? Bist du runtergegangen? Nee, ich bin auf dem Baum. Ah ja, ich sehe dich jetzt auch gerade auf der Map. Nimm das. Das sind ganz viele. Warte mal. Du hast schon so eine Ding? Fick dich. Wer denkst da? Hab ich gefunden. Hier liegt ein Schwert, guck mal. Oh! Das ist ein Eisenschwert? Leadsword. What? Jetzt schon? Ja. 2 das Stück, du chillig. Eins, ich eins. Das ist chillig, weil das sind starke Schwerter. Wir sind die Kings. Oh, noch ein Stern. Das sind sogar 2 Sterne. Ja, da unten noch ein Stern. Den will ich haben. Nein. Ich bin auch Sterne-Gott. Nein, ich bin Sterne-Gott. Nein, du bist Schleim-Gott. Ich will aber Sterne-Gott. Was? Ach, danke für das Geld. Es ist erstmal total scheißegal. Boah, ich hab 40 Silber. Alter, ich bin der King. Wo bin ich denn hier rausgekommen? Warte, ich baue den Grabstein ab. Ich entehre den Grab. Hier ist auch ein Auge. Wir müssen später mal unbedingt, Was ist los? Warte mal. Also machen wir uns jetzt ein Baumhaus oder wie? Ja. Hast du jetzt einfach so entschieden, ne? Ja. Okay. Ein Problem damit? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Neptun hat keinen Bock auf Schleimgott. Ich google mal, ob es wirklich einen Schleimgott irgendwo gibt. Das google ich jetzt. Alter, die haben keine Ahnung, wie viele Götter. Da ist, ja, die Ägypter haben auch 10.000. Bei ihnen gibt es sogar so, dass zum Beispiel irgendeine Familie einen Privatgott hat. Hey, da ist jemand. Ach, das ist ein Auge. Wir müssen dann auch den Spawn später umsetzen. Dass wir nicht immer da hinten spawnen. Du kannst ruhig weiterlaufen, wenn du willst. Ich bring dich schon alle um. Obwohl. Ich bin gegen den Zombie gesprungen. Nee, ich weiß jetzt, was wir machen auch können. Da wo der Spawn ist, da bauen wir auch nochmal so ein kleines Lager hin. So haben wir das, glaube ich, damals auch gemacht. Ich komm nicht hoch. Ah, jetzt. Weil du schlecht bist. Hier können wir eine Ebene machen und die nächste tun wir dann höher setzen. Ja, können wir machen. Ganz oben drauf dann. Ah, hier ein Stern. Ja, da ist schon wieder einer. Ja, hier. Hat ein Auge umgebracht. Echt jetzt? Einfach voll Aimbot. Holy shit. So.
Das ist richtig gut. Langsam kann man sich schon so einen Mana-Stern machen. Noch mit 10 Sternen. Wir haben im Moment 5, also die Hälfte. Nee, ich glaube, nee, mit 5 kannst du dir schon einen machen. Echt? Ja. Warte. Ich krocke mal. Da, tatsächlich. Den habe ich mir jetzt gegönnt. Ja. Nächsten bekommst du. Ja, wechseln wir uns einfach ab immer. Wie viele Sterne hast du jetzt? Ein oder jedes zwei? Warte, das ist ja 50%, scheiße. warte mal, was hast du gesagt? Wie viele Mana-Sterne hast du? Wie Mana-Sterne? Ich habe 2 an der Seite. Na gut, ich habe erst einen. Ja, das ist ja so vom Spiel ausgerichtet. Ne. Ja doch, doch, bin schon der Meinung. Warte mal, ich guck trotzdem mal nach bei TS. Ja, nimmt immer noch auf. Ich habe irgendwie Paranoia. Ich hab noch nie mit TS aufgenommen. Echt nicht? Nö. Ich hab ne Eichel. Was? Ich hab ne Eichel. Ach so. Jetzt müsstest du aber überlegen, bitte. Nee, ich hab verstanden, Captain Eichel. Da dachte ich mir, wer ist bitte Captain Eichel? Jolo. Alter, jetzt sind hier ganz schön viele Rabauken unterwegs. Ja. Die treiben Schabernack. Ist auch eine große Map. Ey, Alter, ich weiß noch, als wir das mal gespielt haben und auf einmal kam eine Goblin-Armee. Alter, das ist übel mies. Das ist sau mies, wir waren da voll unvorbereitet. Wir wussten ja gar nicht, was das ist. Alter, ich hab schon 50 Silber. Ich mach einfach nichts außer Zombies killen. Hab da voll Bock drauf. Warte mal, ich baue mir auch Spaß auch mal. Nee, obwohl. Ist eigentlich dumm, sich irgendwo ein zweites Haus zu bauen. Ja. Obwohl wir müssen eins machen, da wo der Spawn ist. Ja, ja, klar. Aber wir können uns einfach trotzdem verschiedene Häuser bauen und die dann alle miteinander verbinden, sodass wir unser Gebiet einfach mal erweitern. Ein dickes Ding. So eine Stadt dann, oder was? Ja, nicht Stadt, sondern einfach so ein riesiges Gebilde an alles. Wie viele Folgen sind geplant? So lange, bis wir keinen Bock haben. Mann, das könnte eigentlich länger dauern. Ja. Weil ich glaube, das wird richtig funny. Ein dritter Mitspieler wird ja noch dazu joinen. Ja, der Jan. Och Mann, oh, Schild, ich hab gespoilert. Spannung aufgebaut. Ah, aha. Mach den wieder aus. Wie geht er aus? Achso. Wie hast du denn überhaupt angemacht? Du hast doch gar nicht mal die Serverrechte. Pech. Ich hab mich ja gerade reingehackt. Gleich geht aus sich den Server. Wart nur ab, du. Wassergott schlägt wieder zu. Weiche von mir, Wasser. Tada. So, was kann ich hier reinhauen? Die Blume brauche ich nicht. Alter, wir haben voll viel Gel. Gel? Gel. Du meinst Jelly. Bei mir steht nur Gel. Clipper. Ach, da spielt er auf Deutsch. Nee, ich hab's nur übersetzt. Wie kann man sich einen Hook machen? Findet man einen Hook nur? Also für Grab? Ja, den Grab holt man, den findet man nur. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht könnte ich mir den Schauer Spaß machen. Nee, den kann man halt nicht machen. Den droppt man nur in Höhlen. Ich glaube in Dungeons. In Dungeon-Höhlen. Also mit Truhen. Ja, dann lass wieder wegen erkunden. Ja, warte kurz. Wir haben jetzt ja ein recht ordentliches. Also, ja, wir doch brauchen trotzdem. Spiel. Wir brauchen. Ja, aber wir brauchen aber trotzdem nochmal einen Unterstopper erst. Gescheiten. Ich bin dafür immer erst einen Unterstopp, danach können wir richtig auf die Kacke hauen. Nee, irgendwie bei mir ist es immer so, ich suche immer sofort irgendwie irgendwas. Mache ich immer einen anderen Spielen. Aber glaub mir, wir haben ja mal Hardcore-Mode-Charakter auch gehabt in Terraria und das haben wir so gelernt, dass du echt erst einen Unterschlupf brauchst, weil dann kommen so viele Mobs auf einmal. Ich meine, jetzt, wenn wir jetzt sterben, ist es nicht so schlimm. Ja, aber trotzdem, ich würde es machen. Ja, scheiße, ich habe vergessen, weil ich habe ja die Aufnahme vom Sound und die Aufnahme vom Video getrennt. Also wegen Zeitversetzt aufgenommen. Das muss ich. Ja, muss das synchronisieren. Ja. Ich muss gucken, dass es läuft. Das schaffst du schon. Ja. Victor, wir kennen dich doch. Du bist schon gar nicht mal so scheiße in YouTube, okay? Danke, danke, danke. Ich hab Vogel hier. Ja, der tot. Bin umgebracht. Ich bin umgebracht, also.
Ich hab ihn umgebracht, ja. Achso, ich verstanden, ich bin umgebracht. Ja, du auch. Da setzt einfach ein Holz mitten rein. Alter, der Wassergott muss wieder zuschlagen. Oh, guck, das Ey, die haben hier so viel Neues reingemacht, ne, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Vögel, Würmer. Das ist alles, das ist eine Schnecke. Ja, Schnecken. Hat 5 Leben, wie süß. Ich bring die mal um. Zack. Bird-Statue. Hier und oben Vogel. Auf dem Haus, so haben wir das gemacht. Da können wir dann immer das Auge holen. Ach so. Weil. Achso, ja, ich weiß. Weil du das dann besser töten kannst, ja, genau. Immer auf dem Dach. Ach, da ist so ein Geier. Chillt einfach im Untergrund. In der Höhle chillt einfach mal ein Geier. Wieso tun wir uns keine Lead-Or-Pizza-Ex machen? Weil ich erstmal Schwert wichtiger fand. Ja, zum Kämpfen. Warte mal, hier sind auch ein paar Erze. Tungsten-Ohr. Keine Ahnung, was Tungsten bedeutet. Ich habe auch keine Ahnung. Bei mir sind die Ores auch alle auf Englisch. Deutsch. Das ist so gut. Auf Englisch. Ja, ja, das Kupfer ist auch Copper. Leucht bei dir. So. Mal wieder wegen Kupfer abziehen. Ich glaube, alleine komme ich aus der Höhle nicht mehr raus. Obwohl doch. Ich wieder in Höhle rausbauen. Gegangen oder was? Ja. Ich chill hier unten irgendwo. Außerdem müssen wir den Leuten auch noch eine Wohnung zum Einziehen geben. Und das ist die am Spawn ist die beste eigentlich. Machen wir einfach eine große Wohnung. Nochmal so einfach so ein Hotel darüber. Dann spawnen wir da auch immer. Dann passt das schon. Ja, stimmt. Immer wenn man das Spiel aus und anmacht, kommt man zum Spawn hin. Da hinten halt. Weil ich glaube nicht, dass man den Spawn ändern kann. Keine Ahnung. Hab was Tolles gefunden. Aber ich sag's dir nicht. Was denn? Ich hab doch gesagt, ich sag's dir nicht. Wow. Kann man das einfach abbauen? Ja! Hast du eine Diamond-Truhe gefunden? Nee. Etwas Schönes. Ist konsumierbar. Dann wahrscheinlich ein Trank, oder? Na nee, über Tränke würde ich mich nicht so freuen. Die Flasche? Hä, was für eine Flasche? Portflasche. Nee. Ey, wenn wir die dann irgendwann haben, ey, boah. Oder die Wolke zum Beispiel. Alter, das ist saugeil. So. Wie viel Leben hat der? 45? Ja, 45 geht, ich fick den weg. Ha, nimm das. Ha, es geht immer tiefer. Hui, Jurika. Na. Wassergott schlägt zu. So, ich sammle jetzt mal aus irgendeinem Grund ein bisschen Sand. Mach das aus irgendeinem Grund Sand sammeln. Das war im Weg. Alter, in der Höhle sind einfach mal 4 solche Jellyfische. Report. Ja, was machen die da? Na, reporten halt, ne? Die reporten sich gegenseitig. Die schwimmen immer von links nach rechts. Idioten. Report easy instant. Ah ne, jetzt schwimmen die auch gleich nach oben. Oh ne, gehen doch wieder nach unten. Können sie nicht entscheiden. Haben schon ein schweres Leben. So, hä? Hä? Ich bin in der Wand. Lol. Ich bin einfach mal in Stone drinnen. Was? Ist aber ein Bug, aber komm, oder? Ich komm nicht raus. Verlierst du Leben? Nee. Weil ich hab da eine Fackel hingesetzt, bloß aus Versehen auch noch eine zweite.
Und dann war ich plötzlich in der Wand drin. Ich stand auf der Fackel und dann war ich in der Wand drin. Lol. Alter, warum hören die Jellyfische nicht auf mich? Ich bin doch Poseidon. Ach warte, nee, Poseidon bestimmt ja nicht über die Tiere, oder? Hm. Das ist doch der Aquaman. Poseidon ist der Wassergott. Ich bin ja nicht Aquaman. Warte mal, ich habe glaube ich so einen Glowing Stick bekommen. Jo. Ich habe schon fast 100 solche Seile. So, okay. Siehst du auf der Map? Warte mal. Achso, ja. Ja, ich weiß, wo du bist. Okay. Das ist toll. Bist du da rechts in unsere Höhle tiefer gegangen? Mhm. Jetzt hat gewartet. Du wolltest ja unbedingt das Haus weiterbauen. Ja, würde ich ja auch machen. Wärst du da gewesen, wär's schneller. Aber perfekt. Ich habe keine Ahnung, was du da bauen wolltest. Einfach ein Haus, wo wir dann unsere ganzen Truhen reinzwiebeln können und ein Schlachtfeld oben machen können. Schlachtfeld, achso. Für die Bosse. Den Boss erstmal. Weil der droppt manchmal richtig gar einen Scheiß halt. Ja, na los. Oh, das war jetzt auch Aimbot. Plötzlich kam mir so ein roter Schleim vom Himmel entgegen und hat mich perfekt getroffen. Report ist Schleim. Ja, mach ich. I am Achilles.